Der BBC Microbit hat bereits einige gängige Sensoren wie Helligkeit, Lage und Temperatur an Bord. Möchte man aber spezielle Dinge messen oder die Messung weiter weg vom Microbit durchführen, so können mithilfe von Erweiterungsplatinen, in die der Microbit gesteckt wird, externe Sensoren an den Microbit angeschlossen werden. Zum Beispiel gibt es eine Platine, mit der sich sogenannte Groove-Sensoren an den Microbit anschließen lassen. Groove-Sensoren werden zu unterschiedlichsten Zwecken angeboten, wie zur Messwerterfassung von Feuchtigkeit, Bewegung oder CO2-Gehalt in der Luft. Sie haben über den standardisierten Groove-Anschluss alle eine gleiche Pin-Belegung und können daher auch mit anderen Hardware-Plattformen wie dem Calliope Mini verwendet werden. Über die Kabelverbindung sind unterschiedliche Entfernungen zum einen Platinencomputer und damit auch unterschiedlich große reale Coding- und Making-Artefakte möglich. Auch wenn der grobe Anschluss an jedem Sensor identisch ist, läuft nicht jeder Sensor problemlos mit dem BBC Microbit. Das liegt erstens daran, dass viele Sensoren mit 5 Volt laufen, der Microbit aber nur 3 Volt liefert. Und zweitens übertragen die Sensoren ihre Messwerte nicht einheitlich, sondern je nach Sensor digital, analog, seriell oder per Busprotokoll. Damit man sich als Einsteiger damit nicht weiter herumschlagen muss, lohnt sich eine Suche nach vorbereiteten Anleitungen und Blöcken für die Programmierumgebung MakeCode im Internet. Für 2 Sensoren liefert dieses Erklärvideo nun eine Starthilfe. Der günstig erhältliche grobe Feuchtigkeitssensor liefert ein analoges Signal. Das bedeutet, er unterscheidet nicht nur zwischen trocken und nass, also 0 oder 1, sondern er liefert einen theoretischen Wert von 0 bis 1023. In der Praxis werden diese Werte aber nicht erreicht. Trocken liefert einen einstelligen Wert und nass einen mittleren dreistelligen Wert. Schauen wir uns die Programmierumgebung und den Praxistest einmal genauer an. Der Feuchtigkeitssensor kann an allen groben Buchsen außer der ganz linken angeschlossen werden. Diese versteht nur das sogenannte I2C-Protokoll zum Übertragen von Daten. Da der Feuchtigkeitssensor die Daten analog überträgt, würde er dort nicht funktionieren. Die Buchse gleich daneben ist mit P0 P14 beschriftet. Dort wird der Sensor funktionieren. In der Programmierumgebung MakeCode findet man in der Kategorie Fortgeschritten Pins den Block analoge Werte von Pin P0. Er lässt sich nur in einem Block einbetten, der eine Zahl erwartet. Für einen ersten Test ist der Block Zeige Nummer 0 in der Kategorie Grundlagen gut geeignet. In der Kontrollstruktur Dauerhaft zeigt der Microbit auf seiner LED-Matrix nun fortlaufend den gemessenen Feuchtigkeitswert vom Sensor als Zahl an. Man sieht, dass trocken nicht gleich 0 bedeutet, die Haut aufgrund des salzigen Schweißes etwas Strom leitet und ein Becher Wasser den Messwert nicht wirklich über 1000 bringt. Der zweite Sensor ist ein sogenannter Groove Multitouch-Sensor. Er besitzt mehrere Fühler, die per Kabel an die Platine angeschlossen sind. Er wird mit 4 Fühlern geliefert, maximal sind sogar 12 Fühler möglich. Berührt man einen der Fühler, wird dies vom Sensor detektiert. Dabei kann zwischen der Fingerkuppe und dem Fühler auch Stoff, Papier, Klebeband und sogar dünne Pappe liegen. Er muss also gar nicht sichtbar auf dem Artefakt angebracht sein. Der Sensor kommuniziert mit dem BBC Microbit per sogenanntem I2C-Protokoll, welches nur an der linken grobe Buchse zur Verfügung steht. Daher wird er dort per Verbindungskabel angeschlossen. Die notwendigen Blöcke müssen ebenfalls als Paket hinzugefügt werden über die Kategorie Fortgeschritten Erweiterungen. Das Paket erscheint jedoch nicht in der Liste, da es dort nicht offiziell aufgenommen wurde. Stattdessen muss die komplette Internetadresse der Seite in das Suchfeld eingegeben werden, auf der die Quelltexte des Pakets liegen. Sie lautet https://github.com/infchem/pxt-calliope-grove-mpr121. Anschließend muss mit der Lupe rechts neben dem Textfeld oder Enter nach dem Paket gesucht werden. Es erscheint als ein einzelner Treffer in der Liste mit dem Hinweis, vom Benutzer bereitgestelltes Paket nicht von Microsoft bestätigt, auf Englisch. Ein Klick darauf fügt die Blöcke in der neuen Kategorie Groove I2C Touch Sensor nun hinzu. Für einen ersten Test reicht es auch wieder aus, wenn der Block Zeige Nummer 0 in einer Dauerhaft-Kontrollstruktur verwendet wird und statt der 0 der neue Block Lesefühlernummer eingebaut wird. Es ist noch wichtig zu wissen, dass der Sensor initialisiert werden muss, damit er überhaupt Werte liefert. Dafür ist der zweite neue Block Initialisiere den Groove I2C Touch Sensor zuständig. Er wird jedoch nicht in dem Dauerhaft-Block eingebaut, sondern in den beim Start-Block. Im Video ist zu sehen, dass jeder der Fühler eine Nummer liefert, angefangen mit der 0 für den ersten Fühler. Wird kein Fühler berührt, liefert der Lese-Fühler-Nummer-Block eine -2. Da dies in diesem Beispiel im Video stören würde,
wurde im Dauerhaftblock eine bedingte Verzweigung ergänzt, die vergleicht, ob Lesefühlernummer ungleich minus 2 ist. Wenn also kein Fühler berührt wird, bleibt die letzte Fühlernummer auf der LED-Matrix stehen.